Moin Leute. So, ja, gestern gar nicht mehr die Baustelle gefilmt. Wir waren da gestern echt ein bisschen, ja, trödelig. Wir haben aufgestellt 27 Meter Zaun. Haben den alten, ja, die alten Pfosten und sowas noch ausgegraben oder rausgeholt. Ja, da musste ich noch eine andere Baustelle, die war in der Nähe. Da musste ich dann auch noch mal kurzfristig hin. Und, na, Musik aus. Ja, und deshalb, das war dann gestern auch tatsächlich dann ruckzuck dunkel, dass ich dann auch nichts mehr großartig sehen oder filmen oder fotografieren konnte. Ich sehe hier, so wie jetzt gerade, jetzt sehe ich auch gerade nichts. Heute haben wir 31. Oktober. Ja, für viele frei. Ausnahmsweise mal wieder für mich gerade mal nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Bin ich schon am Anhänger dran? Nee, kann ja noch nicht. Für mich gerade nicht. Ich muss jetzt erstmal den Anhänger wegbringen. Also leer machen. Der ist voller Grünschnitt. Und dann geht es auch schon gleich weiter. Ich bin schon wieder ein bisschen spät dran, wie immer. Ja, voll in die Pfütze rein, ne? Natürlich. Ja, nachdem der Anhänger, wie sieht das? Also der ist nicht voll, aber ich muss den jetzt leer haben. Ich mache heute ein bisschen den Holztransporter. Brennholz-Holztransporter. Deshalb auch den Amarok. Weil er eben halt einfach das Gewicht ziehen darf und kann. Also er darf es nicht nur, er kann es auch. Das wäre mit dem Sprinter nicht möglich. Ach man. Ich stehe hier gerade auf so einer Schräge. So. Jetzt müsste es theoretisch passen. Vom Gefühl her. Vielleicht auch nicht. Ach, guckt mal. Und alles ohne Kamera, ne? Also irgendwann hat man so ein bisschen das Gefühl dafür, ne? So, komm. Klick. Ja, warum Holztransporter? Ja, die Zeit ist wieder von Brennholz. Und ja, ich bin heute einfach nur der Fahrer, sehr wahrscheinlich auch der Auflader. Gucken wir mal. Warum kommt das Spitzrad jetzt nicht hoch? Warum dauert das so lange? Oh, weil das so weit rausgekurbelt war. So. Sicherheitsschlaufe gehört nicht über die Anhängerkupplung, sondern muss eigentlich separat irgendwo rangehangen werden. Ich wüsste gar nicht, wo ich das. Ja, theoretisch am Abschlepphaken, aber habe ich bis jetzt auch noch nicht so gesehen hier beim Amarok. Oder noch gar nicht nachgeguckt. Aber was mache ich denn da? Bin ich jetzt doof? Mache ich jetzt hier den ersten Mal Anhänger ran? Hä? Ich bin verwirrt, Leute. Ich krieg das mit einer Hand nicht hin. So, Stecker ist dran. Funktionsprüfung habe ich auch schon gemacht. Deshalb. Und es kommt dazu. Es pieselt, ne? Es pieselt ganz ordentlich. Also so, dass ich sage, so richtig Spaß macht es nicht. Anschnallen, ich weiß, sonst kommen wieder irgendwelche klugen Kommentare. Noch bin ich hier komplett auf Privatgrundstück. Das bleibt auch noch. Das ist hier nämlich. Oh Mann, was ist denn heute los hier? Schon lange kein Amarok mehr gefahren. Ja, das ist hier alles privat, ne? Also diese ganze Straße, wo ich wohne. Alles, also ich fahre jetzt quasi über Privatgrundstücke von den Nachbarn. Hab hier aber ein Wegerecht, ne? Ja, das ist
ist hier so aufgeteilt. Das wurde mal so gemacht. Also hier bei uns haben wir viele Privatwege. Oh, ich muss euch mal eben ein bisschen mal sauber wischen. So. Ja, ich würde jetzt auch viel lieber nicht losfahren. Ich habe jetzt ein schönes Review-Video gesehen von den Kollegen hier aus der, ich sag mal, Nachbarschaft, auch YouTuber. Er hat mich gefragt, ob er so ein Video machen darf über mein Video. Hat das kommentiert und so weiter. Fand ich auch in Ordnung, habe ich auch zugestimmt. Alles gut. Ne? Aber es ist so, ne? Also es geht da auch um das Thema, so dass ich ja angeblich immer so beschäftigt bin. Ne? Klar habe ich natürlich auch meine freie Zeit. Ne? Aber, das ist überhaupt der Scheibenwischer. Klar habe ich auch meine freie Zeit, gar keine Frage. Aber das ist was anderes. Es ist was absolut anderes. Das könnt ihr erst verstehen, wenn ihr selbstständig seid. Dass es nicht so ist wie ein Angestelltenverhältnis. Ich sag mal, die meisten von euch, behaupte ich einfach mal, ich war ja selbst angestellt, ne? Die meisten von euch machen sich keinen großen Kopf, wenn auf der Arbeit mal was schief läuft. Also sprich, keine Ahnung, ihr seid Gabelstaplerfahrer und euch fällt irgendwie irgendeine Ware runter. Dann ist das natürlich ein komisches Gefühl, das ärgert einen auch und so. Aber im Kopf ist bei den meisten, glaube ich, drinne, naja, muss ich ja nicht bezahlen, den Schaden, ne? Zahlt ja die Firma oder die Versicherung von der Firma oder. Das habt ihr als Selbstständiger nicht. Wenn da euch was kaputt geht, dann ist es gleich immer euer Geld. Ich sag jetzt mal ein Beispiel. Ihr kauft eine Kettensäge, die 500i, 1600 Euro, macht irgendwo, keine Ahnung, Fellarbeiten. Das Wetter wird scheiße, Regen, ihr müsst noch aufladen, es wird schon spät. Ihr kommt sowieso schon mit dem Geld nicht hin, was ihr eigentlich für den Auftrag kriegt. Habt nächsten Morgen schon wieder gleich den nächsten Auftrag, seid eigentlich da schon wieder in Gedanken, weil ihr wisst, ach Mensch, nachher muss ich noch den Wagen packen und sowas. Und ihr lasst eure Kettensäge Ich dachte eben, hier läuft irgendwo Wasser aus. Ja, kann wohl auch irgendwo Regen vom Dach sein, naja, wie auch immer. Und lasst eure Kettensäge. Also das geht ganz schnell, ne? Also jeder, der sagt, ich würde ja nicht meine Kettensäge vergessen. Doch. Also, dass ihr irgendwas stehen lasst, das passiert. So, jetzt lasst ihr diese Kettensäge stehen, ne? Euer Helfer, dem ist das scheißegal. Ne? Dem ist das total scheißegal, ob eure Kettensäge da jetzt stehen geblieben ist oder nicht oder so, auch wenn er die vergessen hat. Ihr seid nachher der, ja, der keine Kettensäge mehr hat und 1600 Euro auf einmal weg sind. Weil, keine Ahnung, am nächsten Tag fällt euch ein, scheiße, wir haben die Kettensäge stehen lassen. Kommt dahin, ja, und irgendein lieber, keine Ahnung, Wanderer, der da zufällig lang gegangen ist und sagt, oh, eine schöne Kettensäge, die nehme ich mal mit. Dann ist das Ding weg, ne? Also sowas bleibt nicht einfach irgendwo im Wald oder wie auch immer, irgendwo an der Grundstücksgrenze irgendwo stehen oder so, ne? Das wird irgendeiner, kann das immer gebrauchen. Und so ist das mit allem, ne? Oder, keine Ahnung, ihr habt den Anhänger nicht richtig angekuppelt. So, der fliegt euch hinten weg. Ja, das Abreißseil, keine Ahnung, hat nicht funktioniert. Oder ihr wart zu faul, das drüber zu legen. Und der Anhänger knallt in den Graben und geht, keine Ahnung, dabei kaputt. Ne? Irgendwas mit der Achse oder weiß der Geier was. So, dann ist das einfach mal euer scheiß Problem, ne? Euer Geld, was da verloren geht. Und deshalb, also selbstständig sein und Angestellter sein, das sind echt zwei Paar Schuhe, ne?
Und ihr wisst, keine Ahnung, ihr fangt morgens um 6 Uhr oder 7 Uhr an und habt um 15 Uhr Feierabend. So, vielleicht gibt es ab und zu mal die eine oder andere Überstunde, aber dann meistens auch nur mit Zähneknirschen. Und als Selbstständiger ist das so, ich sag mal, ihr steht morgens auf, habt schon den Kopf voll. So, was kommt heute? Hecke schneiden. Ja, da ist eine blöde Stelle. Da ist irgendwie, keine Ahnung, ein Gartenhaus vor. Ihr macht euch Gedanken, wie kommen wir da nachher an zum Schneiden? Dann sind die Kunden vielleicht auch nicht so ganz einfach, die dann sagen, aber nicht bitte aufs Gartenhaus steigen und so. Das wollen wir nicht. So, ne? Also ihr geht da schon dann teilweise an Aufträge ran, wo ihr denkt so, oh Mensch, ne? Wie kriegen wir das hin und so, ne? Aber ihr wollt es ja trotzdem schaffen, weil ihr seid ja, ich sag mal, der Profi in dem Fall, ne? Also ihr müsst ja teilweise auch Aufträge annehmen, die ihr eigentlich vielleicht gar nicht machen wollt oder so, ne? Also, oh Mann, was ist denn heute los hier? Ab und zu muss man auch Aufträge annehmen, wo man jetzt nicht so die Lust drauf hat oder so, ne? Also das bleibt nicht aus. Das kann man sich auch nicht aussuchen, ne? Das könnt ihr vielleicht euch aussuchen, wenn ihr irgendwann lang genug im Geschäft seid und so gefragt seid, dann könnt ihr euch das vielleicht aussuchen, die Aufträge, ne? Aber es gibt immer diese guten und schlechten Zeiten, und in schlechten Zeiten müsst ihr eben halt so auch so Aufträge annehmen, die jetzt vielleicht mal nicht so, wo ihr nicht so Lust zu habt oder so, ne? Oder auch bei Wetter arbeiten, was nicht so geil ist, so wie jetzt gerade, ne? Schande, ey. Jetzt ist der Platz auch noch leer. Nur das Problem ist, dass es jetzt hier die ganze Nacht geregnet hat und der ganze Platz hier wieder unter Wasser steht. Oh, wie soll ich da denn? Oh, das wird doch wieder alles nichts. Oh Mann. Ja, und dann steht ihr halt, ne, bei so einem Wetter an einem eigentlich für die meisten Leute freien Tag. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man, keine Ahnung, ja noch das Haus putzen muss oder so und ja auch keine Freizeit hat, sondern hier ist es einfach mal Arbeit, ne? Also, ja, Hausputzen ist auch Arbeit, ja. Nein, also, ne? Also das, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das kann ich euch immer nur wieder so sagen. Für die meisten sieht das auch immer alles ganz einfach aus, so selbstständig sein und so. Ist es nicht. Also jeder, der irgendwie mal selbstständig war und jetzt wieder Angestellter ist, von solchen Leuten hört ihr immer wieder, ich würde nie wieder selbstständig sein wollen. Na? Leute, die noch selbstständig sind, die sagen natürlich, ich würde nie wieder Angestellter sein wollen. Das ist mir also schon aufgefallen, weil ich sehe nichts, die Spiegel sind klitschnass. Diese Regentropfen, ach, ich krieg eh gleich einen nassen Schuh, das weiß ich doch jetzt schon, ey. Hier ist alles 30 cm unter Wasser, ey. Und ich, wie gesagt, sehe gerade mal gar nichts, ne? Ich stehe hier gerade voll im Teich drin, ne? Ich muss hier nochmal komplett rechts rüber, ey, sonst stehe ich wirklich gleich bis zu dem Knöchel im Wasser. Aber irgendwo lag hier auch was. Gut, dass ich den Amarok dabei habe, ey. Mit dem Sprinter gar nicht möglich, hier jetzt gerade zu fahren. Der würde sofort stecken bleiben mit dem Schlamm. So, wo ist der Anhänger? So. Ja, hier ist noch so eine alte, ich wollte gerade sagen, Silomauer oder wie sagt man dazu? Ja, ne? So, wo ist der Anhänger? Wo ist der Anhänger? Ja, wo ist er denn? Da. Warum geht's jetzt nicht weiter? Ich kann auch gerade nicht sehen, wo dieser Abfallhaufen ist hinter mir. Ob ich schon zu weit bin oder... Ich habe gerade neue Rückleuchten dran, ne? Weil sowas ist natürlich, wo man sich sehr gerne dann die Rückleuchten kaputt fährt, ne? So, ich bleib jetzt hier einfach stehen, ey. Leck mich doch am Hintern. Also ich kann das, wie gesagt, ne? Das kommt natürlich dann meistens auch immer so von Leuten, die angestellt sind und jetzt vielleicht auch so Leute sehen, die selbstständig sind
und vielleicht einfach nur denken, so, die haben ein tolles Leben, die sind selbstständig. Aber glaubt mir, ne? Also erstmal diesen ganzen Apparat an Werkzeugen, ne? Also ich kann natürlich auch anfangen mit einem Kehrbesen und einer Schaufel und sag so, jetzt bin ich selbstständig, mehr Werkzeug brauche ich nicht, weil ich feg nur irgendwo einen Hof oder so, ne? Aber das ist sowas, wo ich sage, das ist Quatsch, ne? Also heutzutage müsst ihr schon spezielle Werkzeuge haben, damit ihr einfach auch irgendwo wettbewerbsfähig bleibt. Wenn ihr anfangt und sagt, ich feg dann Hof von 100 Quadratmetern mit einem Besen und macht das Unkraut mit einem Spachtel aus den Fugen und ihr rechnet euch mal durch, wie lange ihr braucht und da kommt eine andere Firma und ihr sagt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, oh Mensch, da bin ich lange dabei, brauche ich 2000 Euro. Und da kommt eine andere Firma und sagt, wir können das für 300. Ne? Also ihr werdet ja gar keine Aufträge kriegen, weil ihr einfach, wenn ihr Schrottwerkzeug habt, gar nicht vorankommt. Ne? Ihr könnt einfach nicht mit irgendeinem Quatschwerkzeug irgendwas erreichen. Das ist für nebenbei. Ne? Wenn ihr sagt, meldet ein Kleingewerbe an, und macht so ein bisschen Hecken und Rasenschnitt oder sowas. Da könnt ihr von mir aus auch mit so einer Baumarkt-Heckenschere und so einem Billigrasenmäher. Ne? Obwohl Billigrasenmäher habe ich auch. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Da muss jetzt, finde ich, jetzt nichts Dolles her. Ne? Aber wenn ihr sagt, ich will eine Mark im Monat dazu verdienen, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt davon leben, dann braucht ihr nicht mit einer Baumarkt-Heckenschere anfangen oder sowas. Ne? Das ist absoluter Schwachsinn. Und jeder, der was anderes sagt, der hat in meinen Augen keine Ahnung. Der hat einfach noch nicht wirklich selbstständig gearbeitet oder es versucht, professionell zu machen. Sicherlich, eine Baumarkt-Heckenschere schneidet auch, ja, aber ihr werdet merken, dass es einfach ein Unterschied zu einer Profi-Heckenschere ist, ne? Und Profi-Werkzeug und Billig-Werkzeug, das sind zwei Paar Schuhe, ne? Man kann immer so Billig-Werkzeuge ausprobieren. In einigen Fällen mache ich das ja auch. Erdlochbohrer, werdet ihr bald ein Video drüber sehen. Das wird bald kommen. Da bin ich tatsächlich noch so auf günstige Geräte, sagen wir es mal so. Oder No Name oder ja, ne, keine Profi-Geräte, so. Aber ansonsten, ne, Leute, glaubt mir, es ist kein 8-Stunden-Job, ne? Und wie gesagt, ich habe das schon oft genug gesagt, ihr steht morgens auf und ihr habt schon gleich Arbeit im Kopf. Das ist was anderes, wenn ihr angestellt seid, da sagt ihr, okay, um 8 Uhr geht die Arbeit los. Also konzentriere ich mich eigentlich auch erst um 8 Uhr auf die Arbeit. Und dann gucke ich mal, was ist denn überhaupt los hier heute auf der Arbeit? Was will der Chef denn? Was soll ich denn heute machen? Ach, keine Ahnung, die Wand streichen. Ja gut, dann streiche ich heute die Wand. So, 16 Uhr, Feierabend. So, und ne? Dann schaltet ihr den Kopf wieder ein und sagt, so, jetzt ist wieder mein Leben. Ne? Vorher war Arbeit, das hat mich auch, ist zum Geldverdienen da. Aber ihr seid nicht so mit Herzblut. Also die meisten sind doch, sag ich jetzt mal, nicht so richtig, dass die in ihrem Job aufgehen. Die meisten ist es doch wirklich nur, um Geld zu verdienen. Klar werden auch einige Spaß bei der Arbeit haben, aber die meisten werden doch sagen, morgen wieder arbeiten. Ne? Morgen ist Montag, morgen wieder arbeiten. Und freuen sich heute über so einen freien Tag. Und als Selbstständiger ärgert euch eigentlich so ein freier Tag. Weil der fehlt euch. Ne? Das ist ganz witzig. Früher habe ich mich über solche freien Tage gefreut. Und jetzt, letzte Woche war das, da fiel mir ein, dass ja heute, also Dienstag, 31. Oktober, ja frei ist. So, da habe ich mich geärgert, weil ich dachte, scheiße, da hätten wir schön, ne, den und den Auftrag machen können. Mist, ist ja ein freier Tag, kannst keinen Krach machen. Ne? Kannst keine Heckenschere reinschmeißen, keine Kettensäge, nix. So. Also genau umgekehrt, ne? Und das, wenn ihr das so ein Denken habt, dann habt ihr auch verstanden, wo der Unterschied zwischen selbstständig und Angestellter ist, ne?
oder was Selbstständigkeit bedeutet. Doch, kann ich so stehen lassen. Ne? Klar freue ich mich auch, wenn mal Sonntag ist oder so, weil man braucht auch einfach mal einen freien Tag. Aber trotzdem bin ich sonntags teilweise im Büro, schreibe Rechnung, schreibe Angebote, guck, was es so an neuen Werkzeugen gibt oder was könnte man noch so an Werkzeugen gebrauchen oder mache Maschinenpflege, räume den Sprinter auf. Das ist nicht so, dass ich komplett sonntags immer einfach Füße hochlege. Ne? Man ist immer irgendwie mit dabei und das ist so. Das ist so, das kann jemand, der nicht selbstständig ist und es noch nie war, nicht verstehen und eigentlich in meinen Augen nicht drüber urteilen. Ne? Deshalb macht euch einfach selber selbstständig und wenn ihr dann immer noch sagt, das ist alles easy peasy und das ist alles hier Quatsch, was ich in meinen Videos zeige und mache, okay, ne? Dann ist es halt so, aber fragt einfach mal jeden, der irgendwie wirklich selbstständig ist und das wirklich professionell betreibt, ob der einen 8-Stunden-Job hat. Ob der wirklich sagt, morgens um 8 ne, lege ich los und um 16 Uhr mache ich Feierabend und danach interessiert mich meine Selbstständigkeit nicht mehr. Danach schalte ich ab. Dann nehme ich auch keine Anrufe mehr entgegen. Da setze ich mich auch nicht und gucke nach neuen Aufträgen oder so, sondern erst ab morgen 8 Uhr. Wenn jemand so ein Denken hat und sich gerade selbstständig gemacht hat, dann glaubt mir, wird das nicht lange gut gehen. Ne? So, jetzt muss ich aber raus und den Anhänger abladen und mir erstmal einen nassen Schuh holen. Hi Leute. So, lustige Story. Ich habe gerade den Anhänger mit Grünabfall weggebracht. Wir haben heute 31. Oktober, also eigentlich frei. Für die meisten. Ich mal leider nicht. Wie gesagt, hab schon den Anhänger angekuppelt, sitze im Amarok, weil ich gleich noch Holztransporter bin. Ich muss heute Holz fahren. Musste dafür erstmal den Sprinter, weil der Sprinter steht vorm Anhänger zu Hause. So, hab also den Sprinter rausgefahren und wollte den dann eigentlich dahin stellen, wo der Amarok ist. So. Bin dann also witzigerweise Sprinter raus, hab den bei mir in der Einfahrt gestellt, wollte den natürlich dann eigentlich gleich, wenn ich angekuppelt habe, dann dahin stellen, wo der Amarok stand. Und weil es gerade so am Pieseln ist, also jetzt gerade etwas weniger, aber vorhin war es schon ganz schön heftig, habe ich mich dann in den Amarok gesetzt, nachdem ich angekuppelt habe und bin dann losgefahren. Und eben, als ich abgeladen habe, fällt mir doch glatt ein, dass der Mercedes Sprinter noch läuft. Weil ich den nicht ausgemacht habe, weil ich den direkt eigentlich wieder reinfahren wollte. Kopf wieder voll, ne? Gleich wieder Stress irgendwie, ne? So ist das, ne? Man ist immer irgendwie beschäftigt. Also immer irgend so eine Scheiße. Was macht die? Die läuft da mit ihrem Rollator hier mitten über die Landstraße. Nee, ja. Ach, Katastrophe, ey, Katastrophe. Sowas hast du dann auch noch, ne? Deshalb. Ich muss jetzt zum Glück sowieso zurück. Und dann muss ich erstmal den Sprinter ausmachen. Gut, dass er einen vollen Tank hat. Dann kann der wenigstens sich nicht leer fahren. Gut, in diesem Sinne, das wollte ich euch nur mal eben kurz am Rande erzählen. Das ist was Schönes hier. Schöne WBC-Scheiße. Unterkonstruktion sind Fahrlongsteine. So, fertig geworden hier. Eigentlich ganz schick gemacht, ganz schick geworden. So sollte es sein. Da auch nochmal eben so um die Ecke. So, moin Leute, damit ihr auch mal wirklich seht, dass wir arbeiten.
Unsere aktuelle Baustelle ist hier, ja, so ein Beet herstellen. Es wird so ein 50 cm Beet. Kommt nachher so ein grauer Granitkies rein. Das, was jetzt hier alles braune Erde ist, waren alles mal komplett hier zugewuchert mit Büschen aller Art, Rhododendron, allen möglichen Kram. Hier entstand, glaube ich, noch so eine Tanne oder sowas. Das haben wir alles jetzt hier weggemacht, den Boden durchgefräst mit der Wurzelfräse. Das ist aber schon vor, ich glaube, 2 Wochen passiert. Und jetzt sind wir gerade dabei, ziehen hier eben Randsteine in Beton. Also Randsteine sind Beton und auch in Beton gesetzt. Sieht man schon hier vorne. Hier ist das noch ein bisschen offen. Hier entsteht jetzt so ein 4x4 ja, Feld. Also eingerahmt mit den Randsteinen. Dann kommt danach ein Unkrautvlies rein und Sand drauf. Was machen wir denn noch? Ja, da kommt natürlich auch Unkrautvlies rein in das Beet. Wir stellen hier noch einen Zaun auf. Den haben wir hier. Der wird einfach nur zusammengesteckt, mehr oder weniger. Also Pfosten rein in Beton gesetzt. Und dann werden die Elemente einfach nur so reingeschoben. Das ist immer hier ein Element, also 2 von diesen kleinen Platten ist immer ein Element. Sprich, wir haben nachher 4 1,80 Meter mal 1,80 Meter Elemente. Und die kommen dann eben halt 2 auf die Seite und dann so über Eck und dann nochmal so 2 nebeneinander. Einfach damit das so ein bisschen, ja, abgeschirmt ist, die Ecke, ne? So, und dann, ja, haben wir hier auch, hier standen auch alles Büsche und Bäumchen und hier wurde auch komplett durchgefräst. Wir waren gestern hier nochmal eben im Bagger in der Gänge, haben das alles so ein bisschen gerade gezogen und so. Jetzt haken wir hier noch so den letzten Wurzelkrams und so nochmal eben raus. Und dann sind wir mit dem Hauptteil erstmal fertig. Ich denke, die Planung wird sein, dass wir hier nächstes Jahr sehr wahrscheinlich den ganzen Rasen einmal durchfräsen. Also letztendlich da hinten vorm Zaun wird auch nochmal auch so ein Beet entstehen wie da, auch so 50 cm dann von dem Nachbarszaun weg. Wird dann auch nochmal so ein Beet entstehen, wird dann da hinten quasi an die Terrasse angeknüpft. Dass das dann nachher einmal so umlaufend so ein Kiesbeet ist, ne? Dass wenn man dann hier so auf der Terrasse sitzt, ne, dass es dann einmal schick aussieht. Ja, und ich denke mal, Rasen werden wir einmal durchfräsen, noch ein bisschen Mutterboden reinfahren, einmal wirklich gerade ziehen, die ganze Geschichte, und dann neu Rasen drauf, ne? Und ja, hier, wie gesagt, entsteht so eine Art kleine Beach Area. Da vorne werden wir noch einen Zaun aufbauen. Jetzt will ich mal gucken, dass ich nicht zu viel hier filme vom Haus und so. So, da kommt noch so ein, ich glaube auch ein WPC-Zaun oder ein Doppelstabmattenzaun. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Damit da die Hunde auf jeden Fall nicht ausbüchsen können. Und ich denke mal, ja, irgendwie so ein 1,80-Zaun auf jeden Fall hin. Damit man dann, wenn man hier mal irgendwie sitzt unterm Baum, dass das dann auch schick ist. Ja, eigentlich brauchen wir jetzt nur noch, ja, ein paar Randsteine setzen, eben in Beton. Kunde hat ein bisschen wenig Randsteine bestellt. Da warten wir jetzt noch drauf. Ich glaube, wir haben jetzt gar nicht mehr so viele. Werden aber dann schon mal anfangen, gleich hier einmal durchhaken, gerade haken alles. Und dann werden wir schon mal von hinten anfangen, Unkrautvlies reinzulegen oder beziehungsweise den Zaun aufzustellen. So, und dann Unkrautvlies reinlegen und dann schon mal anfangen, Sand reinzufüllen. Ja. Wenn ich daran denke, werde ich nachher nochmal davon nochmal einen kurzen Ausschnitt machen. Morgen, Leute! So, oh, heute ist schon Donnerstag. Wir hatten ja einen freien Tag hier. Ich glaube, den 31. Ne? Der war ja frei. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, ja. Aber im Moment ist es tatsächlich so, ja, es geht nicht anders, ne? Man ist zwar verschnupft, man ist kränklich. Ich hau mir hier die ganze Zeit, ich will keinen Namen nennen, so gute Erkältungsbonschen rein.
ja, ab und zu helfen die so ein bisschen, ne? Einfach die Nase wieder frei zu machen. Ja, heute tatsächlich ein bisschen früher unterwegs. Was heißt früher, ne? Das, was ihr jetzt nicht gesehen habt, was ich nicht gefilmt habe, dass ich eigentlich schon die ganze Zeit in der Gänge bin. Der Sprinter heute Morgen schon leer geräumt. Nanu. Anhänger geht das Licht nicht. Was ist denn da los? Das ging doch eben gerade noch. Müssen wir mal eben hin, mal gucken. Ach nee, doch nicht, habe ich mich getäuscht. Ach nee, doch nicht, da ist aus. Was ist denn hier los? Ah. Ja, die Box hat einen kleinen Wackelkontakt. So. Ja, das ist meistens gar nicht der Stecker, sondern ich glaube, es liegt teilweise auch an der Buchse. Ne? Also, dass die da noch nichts hundertprozentiges erfunden haben, ne? Mit diesen Anhängersteckern. Ne? Alles erfinden die. Irgendeine KI, die deine Stimme nachmacht, die alles nachmacht, die alles kann. Aber einen Anhängerstecker bauen, ne? Der wirklich funktioniert. Und wenn man das über so ein Magnetsystem macht oder so, ne? Das kriegen die nicht hin, ne? Verstehe ich nicht. Glasfaser, schnelles Internet, alles aufbuddeln, könnte alles machen. Aber ein Anhängerstecker. Das, was schon seit Jahrzehnten benutzt wird irgendwie, kriegen sie nicht hin. Der siebenpolige Anhängerstecker war schon schade. Aber der 13-polige ist auch nicht besser, ne? Und wenn ihr dann diese billigen habt, die überdrehen dann auch ganz schnell mal und dann, ach, hör auf. Wem sage ich das? So. Ja, also ich war heute Morgen schon, ich glaube, 6:30 draußen, den Sprinter leer gemacht. Wir hatten das Gerüst noch drauf gehabt. Gestern war es also am Pieseln, ich war klitschnass, es war schon irgendwie wieder nach 7, stockdunkel. Ich war gestern einfach nur noch fertig, ne? Ab 17 Uhr ist es im Moment duster. Jetzt werdet ihr sagen, ja, wieso warst du denn dann erst um 7 zu Hause, ne? Warum? Weil ich dann noch im Dunkeln gestern Grünschnitt abgeladen habe und da erstmal rumkurven musste, um da im Dunkeln überhaupt die richtige Lücke zu finden, wo ich hin muss. Also es war eine Katastrophe. Der ganze Platz stand unter Wasser mit Matsch und Kuhschei und alles, ne? Naja, da musste ich noch zur Apotheke und dann war es auch schon irgendwann ziemlich spät. Habe ich 7:30 gesagt oder 6:30? Ne, um 7 war ich glaube ich zu Hause, ja. Der ganze Scheiß hat gestern noch mal so knapp 2 Stunden gedauert, glaube ich. Wie auch immer. Jetzt auf jeden Fall, ja, Wagen neu beladen. Ich bin froh, dass ich so einen Sprinter habe. Weil ich muss jetzt noch Beton holen. Rasenmäher ist drin. Schubkarre ist, kommt gleich rein. Sackkarre ist drin. Der Wagen ist auf jeden Fall gleich ziemlich voll. Und jetzt muss ich aufpassen, hier laufen alles kleine Kinder, die haben gerade Schulzeit, die sind alle auf dem Weg zur Schule, obwohl es windig ist, mein Gott. Eltern, was ist mit euch los? Draußen weht es, ihr könnt doch nicht eure Kinder bei Wind alleine losschicken. Es könnte doch ein Blatt den Kindern auf den Kopf fallen. Fahrt sie lieber zur Schule oder zum Kindergarten oder was. Mann, Mann, Mann. Richtig mutig heute, die Eltern. Apropos Wind. Ja, es soll heute ein bisschen windig werden. Wir sind parallel zu unserer normalen Baustelle heute noch auf Abruf, falls wieder mal irgendwo ein kleines Bäumchen umfallen sollte oder ein Ast rausbrechen sollte. Dann werden wir das heute auch noch nebenbei machen. Obwohl wir eigentlich im Moment gar keine Zeit dafür haben, aber ja, sowas macht man halt trotzdem dann mit, ne? Das geht dann vor. Bagger hole ich jetzt noch. Unkrautvlies. Also wir haben heute richtig Brücke, obwohl mit dem Unkrautvlies bei dem Wind. Ich weiß noch nicht, ob wir das heute wirklich einbauen oder morgen erst. Ich glaube, wir machen das morgen erst, wenn der Wind sich so ein bisschen beruhigt hat. So, bis später.